mal von vorne. Denk an die Regeln. Kalypso, deren Herz eben noch für Telemachos und seine Abenteuer Dete, Flug unterbrach. Wirf einen Blick durchs Schlüsselloch und sag mir, was du davon hältst. Gnädige Frau? Komm her, das musst du dir ansehen. Fräulein Rottenmeier, schauen Sie sich das an. Ich bezweifle, dass diese Lehrmethode das Richtige für Heidi ist. Glauben Sie wirklich, ich beurteile die Methode eines Lehrers, indem ich ihm durch ein Schlüsselloch hinterher spioniere? Es ist zu schwer. Bitte, Herr Lehrer. Du kennst doch die Regeln. Wenn du den Satz ohne Fehler zu Ende bringst, nehme ich das Buch wieder runter. Es liegt ganz an dir. Was in aller Welt geht hier vor? Nun, ich bringe diesem kleinen Mädchen das Lesen und Schreiben bei, gnädige Frau. Indem sie ihr schwere Bücher auf die Arme laden und sie anbrüllen? Sie sollten sich schämen. Soll ich mich immer noch schämen, wenn sie innerhalb eines Monats das Lesen beherrscht? Die Universität interessiert sich jedenfalls sehr für meine Studien. Ach, wollen Sie damit sagen, dass Sie gar nicht genau wissen, ob sich Ihre Methode bewährt? Ja, aber wenn sie Erfolg hat, wird das die Ausbildung von Schülern immens beschleunigen, Fräulein Rottenmeier. Für den Fortschritt müssen immer Opfer gebracht werden. Oh, was sagen Sie da, Opfer? Wir reden hier von einem unschuldigen kleinen Mädchen, Herr Barne. Wie können Sie nur... Sie verstehen das ganz falsch. Nein, das glaube ich nicht. Sie werden dieses Haus sofort verlassen. Raus! Und kehren Sie nie wieder zurück. Kleine Kinder darf man doch nicht so quälen. Verzeihung, darf ich... Eure Majestät, Ihre Tochter hat mir einen Kuss versprochen, doch ich wurde um ihn betrogen. Ist das wahr, meine teure Tochter? Du hast dein Versprechen gebrochen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn jemals wiedersehe. Und warum ist das so wichtig? Es ist nur ein Frosch. Was man versprochen hat, soll man halten. Eins der wichtigsten Dinge, die ich dir für dein Leben mit auf den Weg geben möchte. Und nun zögere nicht länger und küsse diesen Frosch. Prinzessin, der Bann ist gebrochen. Jetzt bin ich wieder ein Prinz und du bist meine Braut. Entzückend. In der Oper wäre es niemals so schön geworden.